der Schachbrettman. Er haut deine Mutter mit dem Schachbrett zusammen. So, jetzt kommt Zaki Haki Faki. So, bis jetzt war Chris BT der, mit dem man rechnen musste. Aber er ist jetzt rausgegangen. Jetzt ist es ein Zirkelkampf. Wer wird als erstes rausfliegen? Welches Team fliegt als erstes raus? High Cooligan, mach nicht mit. High Cooligan ist verwirrt. Und High Cooligan haut doch drauf. High Cooligan greift sich auch manchmal gerne an. What you gonna do, brother? If Hulkamania is coming right to you and here is your winner. Chris, du kannst auch rein. Auch wenn du gestorben bist. Warte mal. Ding, ding, ding. And here is your winner, the motherfucking team, Hulk Hooligan! So. Also ihr kriegt das hin, ihr kriegt das hin. Dann würde ich sagen, nochmals, alle gegen alle, ich mache mit. Seid ihr bereit? In die Ecke, irgendwo hin. 3, 2, 1, go. Alle gegen alle, ne? Oh mein Gott! Jonas Cena hat ein unfaires Objekt mit an der Reihe. Wird Jonas Cena deswegen gewinnen? Jonas Cena ist auf dem zweiten Platz. Der Schiedsrichter hat das nicht gesehen, meine Damen und Herren. Er hat das einfach nicht kommen sehen. Wie findet ihr diese Arena, liebe Leute? Ich denke mal, dass ich das mit 30 Leuten auch mal mit euch machen werde. Dazu kann man nur eins sagen. You. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Das hat lange gedauert. Sieht nicht so aus, aber es hat wirklich lange gedauert, bis halt diese Gitter zum Beispiel nebeneinander sind, im Ring sind. Ich hoffe, es hat euch wirklich gefallen. Das werden wir auf jeden Fall mit 30 Leuten machen, wenn in der Zukunft, nicht heute. Chris BT will sogar eine Wiederholung. Nein, heute nicht. Heute nicht. Heute nicht. Aber ich denke mal, vielleicht in der nächsten Aufnahmerunde 30 Leute. Jeder kriegt einen Einzug. Wisst ihr, was wir machen? Ich zähle einfach die Namen auf, die reinkommen werden. Sagen wir, keine Ahnung. Da sind ja 30 Leute, dann sage ich, und in der roten Ecke kommt Chris BT. Chris BT steht dann hin und dann kommt der rein. Vielleicht kriegen die sogar eine Einzugsmusik. Wie wär's damit? Joker Batman möchte uns einladen, dann gucken wir mal, was Joker... Nee, doch, machen wir das mal. Joker Batman lädt uns einfach mal ein. Ich komme dazu und lade dann alle anderen ein. Also Leute, eigentlich wollte ich das mit 30 Leuten machen, aber ich weiß nicht, was da passiert ist. Schade. Wir rufen dann mal an. Marsh Mortal Insurance. Da geht die Stimme schon fast flöten oder was? So. Chris wollte uns auch noch einladen zu seinem Dings. Ja Leute, ich versuche immer wieder mal was Neues für euch zu machen. Und das mit WWE, das würde passen, weil wir haben auch Leute, die sich anziehen wie der Undertaker oder sowas. Haha. Da kann man mal sowas machen. Kommentatorenpult fehlt, ja. Da muss ich was einfallen lassen, wird auch kommen. Joker Batman lädt uns nicht ein. Chris, dann lad uns mal bitte ein. Zu deinem Drecks Race. Weil er hatte noch was. Mr. Green, willst du sterben? Wenn ja, hup mal. Er hat gehupt. Ihr seid meine Zeugen. Im Backstage-Bereich, ja, jetzt wollt ihr viel. Das ist nicht so einfach, Leute. Es gibt zum Beispiel keine Möbel oder so. Das ist kein Minecraft, der GTA-Editor. Ich wünschte manchmal, es wäre Minecraft. Aber es ist kein Minecraft. Ich habe Sterne, Yannick. Aber komm, alle außer Yannick immer, ne? Ja, er wollte mich nicht reinlassen, Sir.
Wisst ihr was? Ich eröffne einfach mal eine neue Crew-Lobby. Oder soll ich mal den Leuten zeigen? Warte mal, was sagt die Zeit? Ich wollte sagen, soll ich euch mal zeigen, wie man sowas macht oder wie man halt sowas editiert? Aber ich glaube, viele haben keine Lust. Nee, komm. Wir machen mal einen Test, und zwar Duke O'Death gegen Insurant. Und danach zeige ich euch doch. Einige Leute wollen es doch sehen, den Editor-Modus. Ja, dann machen wir das gleich. Wir testen aber mal, welches Fahrzeug besser ist. Duke O'Death gegen Insurant gepanzert. Das heißt, die Leute, die gleich in die Crew-Lobby kommen, bitte auch Duke O'Death oder Insurant gepanzert holen. Dann zeige ich mal gleich den Leuten halt, wie man das editiert. Also es ist halt gewöhnungsbedürftig, sag ich mal, der Editor-Modus. Weil halt vieles nicht so funktioniert, wie du es willst. Das merkt man zum Beispiel mit den schwarzen Platten, die da drunter waren. Die sollten eigentlich gerade sein. Und war da was gerade? Nichts. Warum? Weil Trollololol. Insurgent? Nein, ich meine Dings. Insurgent ist doch dieser Fette, ne? Wie heißt denn dieser Kleine? Warte, wir gucken mal. Der kostet, glaube ich, irgendwas mit 1 Million. Ich meine nicht den Insurgent. Der Insurgent ist der Fette. Wie hieß der nochmal und wie teuer war der? Und wo ist der, wenn man den braucht? Hier ist er nicht. Guck mal, das ist der Insurgent. Den meine ich nicht. Der ist natürlich deutlich stabiler. Den Kuruma gepanzert, genau, den meine ich, liebe Leute, den Kuruma, ja, also Kuruma und Duke O'Death rausholen, machen nämlich einen Direktvergleich. Als erstes machen wir mal ein Rennen. Schön, Chris BT, ich habe ja gesagt, komm mit Drag Race, komm in die Lobby am besten. Du hast nämlich geschrieben, ist nichts Besonderes, ich dachte, du willst das nicht zeigen und jetzt lädst du doch ein. Also da gab es jetzt eine Misunderstanding. Also, wettet euer Geld. Was denkt ihr, wer ist besser? Wir testen Schnelligkeit. Wir testen halt verschiedene Sachen. Zum Beispiel, wer ist stärker, wenn man gegenübersteht. Bitte jetzt nicht alle mit Duke O'Death kommen. Ich brauche auch ein paar Kurumas. Ich denke, der Duke O'Death wird besser abschneiden. Persönlich. Also, hier gibt's schon Dings. Im Twitch-Chat gibt's schon so, ja, der Duke O'Death. Nee, Kuruma, Duke O'Death. Ja, guck mal, nix verzogen oder so. Die, die einen Kuruma gepanzert haben, holen mal bitte einen Kuruma. Seid ihr schon da mit dem Duke O'Death? Aber guck mal, Leute, ich finde echt, mit dem kann man richtig gut driften. Merkt ihr das? Ich weiß nicht, bei Thema Schnelligkeit, der ist nämlich schon hier flink. Zählt er als Muscle Car? Ja, das wäre ein Muscle Car. Den werde ich jetzt immer für Rennen nehmen, weil der ist angenehm. Da ist einer. Oh mein Gott. Du Opfer. Hau ab. Das ist hier für Dings. Siehst du, du wirst hier nur gemobbt. Da ist noch einer, sein Bruder ist da. Oder seine Schwester. Hallo, Schwester. Okay, dann würde ich sagen, kommt mal.
So, Raphael, machen wir beide einen Drag Race. Geradeaus und dann wieder zurück. Kasper, hast du eine Granate? Wenn ja, kannst du ihn mal bitte werfen. Okay. Heißt das ja? Also, du musst aufsteigen dafür. Okay. Also, Raphael, go. Nein, nein. GTA Gamer, hör zu. Mann. Wie kann das sein? Hat Raphael gepennt? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur eins. Erster. Okay, Raphael. Ist dein Auto voll aufgetunt? Wenn ja, hup mal. Okay. Hast du den Start verpennt? Wenn ja, hup mal. Okay, warte mal. Ich kaufe eine Granate. So schnell kann's gehen. Wieder mal eine GTA 5 Folge erfolgreich beendet. Das war's dann für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Haut rein. Und tüdelü, ihr nicht blöden Wichser. Das ist jetzt der Teil, wo du deinen PC ausschaltest, beziehungsweise wegklickst, beziehungsweise deinen Laptop ausschaltest, beziehungsweise wegklickst, beziehungsweise mit deinem Touchgerät, Handy, Tablet, Navigationsgerät, was weiß ich, was du noch da hast. Mach aus, komm. Ist Ende, Kollege, hier kommt nichts mehr. Mach aus, Stromkosten sparen, save the world und so. Ja, komm. Ey, sag mal, bist du irgendwie... Was ist denn mit dir los? Hast du Tomaten in den Ohren oder was? Wie vor den, hinter den... Ist mir doch scheißegal, wo du deine Tomaten reinschiebst. Jetzt ist hier Ende, Kollege. Jetzt mach mal die Scheiße aus. Was soll das denn hier? Hallo? Die Person hier ist anscheinend reich. Lässt einfach hier sein Gerät noch am Laufen. Stromkosten, Akkukosten, Internetkosten, alles hier. Der ist reich. Hallo? Jetzt ist doch mal gut, Kollege. Jetzt mach doch mal die Scheiße aus, Alter. Soll ich immer als erstes wegklicken? Jetzt klickst du weg. Reg mich doch nicht auf immer, ey. Immer wieder sage ich, dass hier endet und du klickst nicht weg. Was ist denn los? Du hast hier nicht... Klick jetzt weg. Weißt du was, Alter? Ganz ehrlich, ne? Ich hab keinen Bock mehr auf dich. Ich mach